Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du der König bist, der König und der Herr der Herren. Vater, wir geben dir heute alle Ehre. Und wir sagen, dein Wille geschehe, Jesus, wie im Himmel, so auf der Erde. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du diesen Raum erfüllst. Dass dieser Raum ein Raum wird des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Vater, wir beten jetzt für jeden, der zuschaut, dass jeder, der jetzt im Livestream hier dabei ist, wir beten, dass jeder Wohnzimmer, jeder Raum, wo jetzt reingeschaut wird, ein Raum des Heiligen Geistes wird in Jesu Namen. Vater, wir sprechen hinein, dass das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, dass es weitergeht von Generation zu Generation, dass es nicht abflacht, Jesus, sondern dass wir leben ganz neu in dieser Kraft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass diese Gemeinde ist eine Gemeinde des Heiligen Geistes. Wir sprechen es deutlich aus, dass hier ist der König Jesus. Hier regiert nicht irgendein Mensch, hier regiert König Jesus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jedes Herz erfüllst. Und dass heute ein Begegnungsmoment mit dir zustande kommt, Heiliger Geist. In Jesu Namen. Und alle sagen? Halleluja. Die Kraft des Heiligen Geistes. Wer von euch liebt den Heiligen Geist? Wunderbar. Ihr werdet Kraft empfangen. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde, sogar bis nach Pforzheim. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen diese Kraft, die von Jesus vorhergesagt wurde. Er sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Jesus selber, der Messias, sagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Er wusste, die neutestamentliche Gemeinde im Jahr 2020, sie braucht die Kraft des Heiligen Geistes. Sie braucht es, dass die Kraft vom Heiligen Geist kommt. Wozu? Dass wir seine Zeugen sind. Ich bin davon überzeugt, echte Zeugen brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Zeugen Jesu brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen es. Und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wer von euch hat schon diese Kraft gespürt in seinem Leben, als der Heilige Geist auf dich gekommen ist? Halleluja. Er fördere das, unterstütze das, pflege es, diese Kraft des Heiligen Geistes. Sag, danke, Heiliger Geist, dass mein Körper dein Haus ist. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Schau mal deinen Nachbarn, ein wunderbarer Tempel des Heiligen Geistes, oder? Ein wunderbarer Tempel des Heiligen Geistes. Und da drin ist der Heilige Geist. Die Persönlichkeit des Menschen auch, aber auch der Heilige Geist. Und hier kommt der Heilige Geist und sagt, und Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und die Jünger hatten keine Ahnung, wie wird denn das werden? Wie wird denn das zustande kommen, dieser Heilige Geist? Sie waren gewohnt, Jesus war da und dann kommt Pfingsten. Heute vor 2000 Jahren, was ist geschehen? Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Wie heute auch, mit Sicherheitsabstand. Aber glaub mir, das wird wieder vorübergehen. Du bist vielleicht zu Hause, aber sei verbunden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Alle an einem Ort beisammen. Wichtig ist nicht, wo du rumsitzt. Wichtig ist, dass du bereit bist, an diesem Ort, wo du bist, dass du sagst, Heiliger Geist, komm. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Gut, dass du hier bist. Hier ist ein Haus, wo der Heilige Geist zustande kommt. Wo der Heilige Geist sich ausbreiten will. Bei dir zu Hause ist ein Haus, wo der Heilige Geist reinkommen will. Er will Wohnungen, nicht nur in deinem Körper haben, sondern in deinem ganzen Haus. In deinem ganzen Haus und dann in deiner Nachbarschaft und dann in deiner Straße und dann in deiner Stadt und in ganz Deutschland und bis ans Ende der Erde, sagt das Wort. Wo sie saßen, das heißt, da wo wir sind zusammen, ist eine Multiplikation des Heiligen Geistes, der Kraft des Heiligen Geistes.
Deswegen möchte ich ermutigen, wenn es wieder möglich ist, kommt immer in die Gemeinde. Warum? Weil da ist ein Zusammensitzen und eine Kraft, ja, Zusammenballung des Heiligen Geistes. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und setzte sich auf jeden einzelnen von ihnen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die haben gedacht, oh Mann, was ist jetzt? Da kommt zerteilte Zungen wie von Feuer und setzte sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und jetzt kommt, was ist die Folge, wenn der Heilige Geist kommt? Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Und sie fingen an, in andere Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in andere Sprachen zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wer von euch hat diesen Moment schon erlebt, dass er vom Heiligen Geist erfüllt wurde und in anderen Sprachen spricht? Halleluja. Ich möchte dich ermutigen, pflege es. Es ist wie Gespräch, wie Kommunikation. Pflege es jeden Tag. Heute Morgen bin ich aufgewacht, nur in Zungen gesprochen, losgelegt. Und Paulus sagt, wenn wir in Zungen sprechen, erbauen wir uns selber. Du brauchst diese Kraft des Heiligen Geistes. Es ist notwendig. Ja? Das ist eine Kraft, die wir brauchen. Paulus hat gewusst, er kann seinen eigenen Dienst gar nicht erfüllen ohne den Heiligen Geist. Deswegen sagt er, ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Ziemlich cool, oder? Ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Weil er wusste, durch Steinigung durch Schiffbruch, durch Verfolgung, durch Ablehnung, durch Gefängnis, durch alles Mögliche. Er ist durchgegangen und hat gewusst, es schafft er gar nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du versuchst, deinen Dienst zu erfüllen ohne den Heiligen Geist, rennst du gegen die Wand. Mit dem Heiligen Geist wird es ziemlich einfach. Viele fragen mich, Daniel, wie schaffst du überhaupt dein Leben? Ich habe keine Ahnung wie, aber ich weiß, der Heilige Geist macht das. Ja? Wisst ihr, ohne den Heiligen Geist funktioniert das gar nicht. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du noch nicht getauft bist am Heiligen Geist und du schaust jetzt zu, ja, heute können wir leider nicht die Hände auflegen. Wir haben hier Sicherheitsbestimmungen. Ich würde gerne, ja. Okay, wir werden aber Mittwochabend, wir haben da Gebetsstunde, werden wir hier für die Taufe im Heiligen Geist beten, hier in diesem Raum. Das heißt, wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, schaust mir jetzt zu, komm am Mittwochabend 7:30 und wir werden hier für die Taufe im Heiligen Geist beten und wir werden erleben, dass Menschen getauft werden im Heiligen Geist. Weil Jesus das sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Wenn du noch nicht das hast, komm am Mittwochabend und wir werden hier drin beten für die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du schon getauft bist, komm auch, ja, weil in dir ist der Heilige Geist, und bete mit, dass hier ein Ort wird, so wie am Pfingsten es geschehen ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das behältst, was Gott hier gegeben hat. Ihr werdet alle mit Heiligem Geist erfüllt und ihr werdet in neuen Sprachen reden, wie der Geist gibt, auszusprechen. Paulus, er läuft rum. Paulus, er baut Gemeinde. Er macht jahrelange Missionsarbeit. Er geht in verschiedenen Gemeinden rum. Er findet Jünger, er bildet sie aus, er sendet sie aus, und ein richtiger Apostel des Glaubens. Und in Apostelgeschichte Kapitel 19, Vers 1 bis 7, findet er 20 Jahre nach Pfingsten, also 20 Jahre nach Pfingsten, findet er Jünger in Ephesus. Und er guckt sie an, 12 Jünger, 20 Jahre nach Pfingsten, er guckt sie an, guckt ihnen in die Augen und spürt, da fehlt irgendwas. Die erste Frage, die er stellt: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Interessante Frage, oder? Er guckt sie an und merkt, da fehlt irgendwas. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie antworten und sagen, hey, wir haben noch nicht mal davon gehört, dass er überhaupt gekommen ist. 20 Jahre nach Pfingsten. Wir sind heute 2000 Jahre nach Pfingsten und wir haben immer noch die gleiche Situation. Die meisten wissen es gar nicht. Wenn du mir zuschaust, der Heilige Geist ist schon seit 2000 Jahren da. Ich will dir die gleiche Frage stellen, die Apostel Paulus vor 2000 Jahren gestellt hat. Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig geworden bist? Hast du empfangen? Wenn nicht, komm am Mittwoch. Sei bereit.
Wenn du noch nie davon gehört hast, es steht in Apostelgeschichte Kapitel 1 und Kapitel 2, der Heilige Geist ist da und der Heilige Geist will Wohnung nehmen in dir und er will sich ausbreiten in dir und er will dir Kraft geben. Und Jesus selber sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Lasst uns Zeugen Jesu sein mit der Kraft des Heiligen Geistes. Markus Kapitel 16, Vers 17 steht drin, Jesus sagt, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Wer von euch glaubt? Es gibt bestimmte Zeichen, die euch folgen werden. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Also, ganz normal für einen Christ ist, dass er Dämonen austreibt. Bisschen mehr Glauben, bitte. Ganz normal für Christen, für Leute, die glauben, ist, dass sie Dämonen austreiben. Jetzt klappt's gut. Das ist ganz normal. Hab keine Angst. Die Dämonen haben mehr Angst vor dir, wie du vor ihnen. Warum? Weil der Heilige Geist in dir drin ist. Und der Teufel hat verloren am Kreuz von Golgatha. Nimm diese Autorität. Ja? Sie werden Dämonen austreiben. Zweitens, sie werden in neuen Sprachen reden. Jesus sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, sie werden in neuen Sprachen reden. Das Zeichen eines Christen laut Jesus, nicht laut der Pfingstgemeinde, laut Jesus ist, dass sie in neuen Sprachen reden. Steht hier. Wenn du mir zuschaust. Jesus sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, sie werden in neuen Sprachen reden. Nimm das, was Jesus sagt und sag, jawohl, ich nehme es für mich. Es gehört mir. Es ist ein Geschenk vom Himmel und ich möchte es erleben. Und dann geht es hier weiter. Sie werden Schlangen aufheben, wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und wenn sie in einen Raum kommen, wo Viren sind, werden sie ihnen nicht schaden. Da, wo du reinkommst, kommt nicht Corona auf dich drauf, sondern wo du reinkommst, geht Corona raus. Versteht ihr, wie die Welt das alles umdreht? Die Wahrheit ist, Kranken werden sie die Hände auflegen und die Kranken werden gesund. Das ist die Wahrheit. Und nicht der Kranke, der Gesunde wird dem Kranken Hände auflegen und beide werden krank. Sei mutig. Schwachen werden sie die Hände auflegen, steht hier drin, und sie werden sich wohlbefinden. Ich möchte dich ermutigen, dass Jesus sagt, dass ein Zeichen für die, die glauben, ist es, dass sie in neuen Sprachen reden. Und bitte mach es, bitte ganz bewusst. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 7, sagt er, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist nützlich oder es ist gut, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Hier kommt Jesus und er sagt, es ist gut, es ist nützlich für euch, wenn ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand. Dieses Wort Beistand heißt im Grundtext Parakletos. Und Parakletos heißt Fürsprecher, Helfer, der zur Unterstützung Herbeigerufene. Wer braucht manchmal Unterstützung? Ui, wie oft. Da gibt es einen, der zur Unterstützung herbeigerufen wurde von Jesus höchstpersönlich, für dich höchstpersönlich. Den nennt man den Heiligen Geist. Bitte lass ihn nicht im letzten Eck deines Lebens verhungern. Lass ihn der engste Freund deines Lebens sein. Er wurde von Jesus zur Hilfe herbeigerufen, das ist sein Name, zur Hilfe herbeigerufen für dich. Er ist der Beistand. Wenn keiner mehr um dich herumsteht, der Heilige Geist ist immer für dich. Immer. Wenn alle dich verlassen, so wie Jesus, alle waren weg, aber der Heilige Geist war da, der Vater war da. Vielleicht gibt es Zeiten in deinem Leben, wo du nicht mehr weiter weißt. Keiner ist da, aber der Heilige Geist ist immer dabei. Vielleicht reden Leute gegen dich, aber da gibt es einen Fürsprecher, der immer für dich spricht. Der sagt, jawohl, der hat Fehler ohne Ende, aber er ist gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Ich spreche für ihn. Und das ist der Heilige Geist, der gesendet wurde von Jesus. Er ist ein Helfer. Also eins kann ich dir sagen, der Heilige Geist ist der beste Helfer. Er hilft in jeder Ehe. Amen. Er hilft beim Kochen, er hilft beim Arbeiten, er hilft, also er ist der beste Klempner, der beste Kfz-Mechaniker. Er hilft in allem. Aber bitte, 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 hör ihm auch zu.
Lass ihn in dein Leben reinkommen. Lass ihn ein Teil deines Lebens sein. Lass ihn dieser Beistand sein, den Jesus für dich vorbereitet. Ihr werdet Kraft empfangen. Und dann ist es gut, dass ich weggehe, damit der Beistand, dieser Parakletos, kommt. Dass der Fürsprecher, der Helfer, der zur Unterstützung Herbeigerufene kommt. Wisst ihr, ich lebe so oft mit Menschen und die erzählen mir, oh, das ist so schwer alles und ich weiß nicht weiter. Hey, da gibt es jemand in dir, der kann dir so gut helfen. Der Unterstützung gibt, der Hilfe gibt. Das ist der Heilige Geist, der Beistand. Bitte versuch, mit ihm zu arbeiten. Da gibt es einen Bestseller vor vielen, vielen Jahren von Benny Hinn. Er hat ein Buch geschrieben, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und der Heilige Geist hat ganz neu durch Benny Hinn das reingebracht, vor vielen, vielen Jahren. Dieses Bewusstsein, der Heilige Geist ist eine Person, die in dir lebt. Wenn du morgens aufstehst, rede zuerst mit ihm. Und dann mit deinem Ehepartner. Und danach mit deinem Handy. Ja? Okay? Nicht andersrum. Nicht erst Handy. Zuerst mit dem Heiligen Geist. Guten Morgen, Heiliger Geist. Los geht's. Ich lege alles ab. Halleluja. Und dann geht's los. Ja? Liebe geht los. Mach das eine Gewohnheit, dass du sagst, Heiliger Geist, du bist derjenige und ich möchte mit dir leben. Er lebt doch schon in dir. Aber er ist ein Gentleman. Wenn du sagst nein, dann wartet er. Er wartet ein Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, bis du bereit bist, ihm Raum zu geben. Und dann kommt er. Gib ihm Raum in deinem Leben. Du hast das Allerbeste in dir drin. Das ist der Heilige Geist. Viele fragen mich, Daniel, wer ist dein bester Freund? Ich komme mir manchmal so vor wie bei Jesus. Darf ich rechts und links bei dir sitzen? Kennt ihr diese Frage da? Das Beste, was ich sagen kann, mein bester Freund ist der Heilige Geist. Das ist der Allerbeste, mit Abstand. Der Heilige Geist hat verschiedene Eigenschaften. Er ist sanft, er ist zurückhaltend, er ist taktvoll. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, er ist ein Tröster, er ist ein Sachverwalter, ein Beistand, ein Erinnerer. Vielleicht vergisst du manchmal bestimmte Dinge. Der Heilige Geist ist ein Erinnerer. Kann sein, du läufst irgendwo hin und plötzlich kommt was hoch. Hast du dich erinnert? Ganz oft ist es der Heilige Geist. Sag ihm doch mal Danke dafür. Er hilft dir doch die ganze Zeit. Ein Erinnerer. Er ist der Lehrer. Er macht uns das Wort auf und er erklärt uns das Wort. Der Heilige Geist ist eine Person. Er hat Gefühle und ist auch verletzlich. Bitte verletze nicht. Wir können den Heiligen Geist schmähen, wir können ihn unterdrücken, wir können ihn verachten, wir können ihn dämpfen tatsächlich. Ich möchte euch ermutigen, dass wir eine Gemeinde sind, wo der Heilige Geist Freiraum hat. Dass in deinem Haus ein Ort ist, wo der Heilige Geist Freiraum hat. Dass da, wo du zu Hause bist, dass du sagst, hier ist ein Ort des Heiligen Geistes. Mein Zuhause ist ein Ort des Heiligen Geistes. Lass dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben. Dämpf ihn nicht. Mach ihn nicht klein, unterdrück ihn nicht. Und diskutiere nicht mit theologischen Gründen weg. Der Heilige Geist ist eine Person, der liebt dich. Er ist die Gottheit selber. Und er ist in dir drin. Bitte lass ihm Platz in dir. Er ist der Lehrer, er hat Gefühle. Er ist der Beschützer, er ist der Helfer im Gebet. Vielleicht weißt du manchmal nicht, wie du beten sollst. Der Heilige Geist weiß immer perfekt alles, wie man beten kann. Er weiß perfekt. Und wenn du im Geist betest, betest du perfekt. Genau in den Grund rein. Genau in die Wurzel rein. Halleluja. Was sind die Aufgaben des Heiligen Geistes? Er redet zu uns. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Und wie redet Jesus heute, im Jahr 2020, zu uns? Es ist durch den Heiligen Geist. Meine Schafe hören meine Stimme. Wer von euch ist ein Schaf Jesu? Laut dem Wort Gottes kannst du die Stimme von Jesus hören, oder? Halbes Jahr hier. Meine Schafe hören meine Stimme. Kannst du laut Jesus Gottes Stimme hören? Deine Erfahrung sagt, oh, ich habe schon so oft versucht und hat nie geklappt. Leg diese Lüge ab. Denn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Du kannst Jesus hören. Und auch du kannst Jesus hören. Deine Erfahrung wird sagen, nein, ich habe schon so oft versucht und ich sitze da rum und ich höre gar nichts. Das Wort sagt aber, meine Schafe hören meine Stimme.
Du kannst Jesus hören und du kannst den Heiligen Geist hören. Aber die Eingangstür da rein ist, ich glaube dem Wort. Und was das Wort sagt, ist die Wahrheit. Und nicht, was meine Erfahrungen sagen, ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, ich gehe da hinein und ich erwarte, dass der Heilige Geist heute zu mir spricht. Wenn du das glaubst, ist der zweite Schritt ganz einfach, dass du ihn hörst. Du kriegst ein Gefühl, ein Wunsch, ein Gedanke, eine Bibelstelle, ein Bild, was auch immer. Und sei mit dem treu und sag, danke für dieses kleine Ding. Und wer im Kleinen treu ist, der wird über Großes gesetzt. Wenn du im Kleinen treu bist, wird dich Gott über Großes setzen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du anfängst, mit ihm zu reden. Ich habe einen Freund, der ist schon mittlerweile in der Rente und der hat noch nie Gottes Stimme gehört. Und sagt, Daniel, ich bin auch schon 40 Jahre Christ, noch nie Gottes Stimme gehört. Und ich habe so richtig gemerkt, boah, so ein richtiges Bollwerk, ja. Ich kann nicht, das ist ein richtiges Bollwerk, ja, so eine richtige Mauer, ja, um mich herum. Und ich sage, du, darf ich dir die Wahrheit sagen? Ja, das ist eine Lüge vom Teufel. Sie sieht zwar aus wie Realität, aber laut Bibel ist es eine Lüge. Denn meine Schafe hören meine Stimme. Das sind zwei verschiedene, also das eine ist die Wahrheit, das andere ist die Realität. Wir können dann mit der Wahrheit jede Realität verändern. Dann sage ich ihm, hey du, Stefan, hör mir zu. Bist du ein Schaf in seiner Herde? Ja, logisch. Gut. Was sagt das Wort? Dass ich ein Schaf bin, sage ich. Ja, wunderbar, hast du kapiert. Weiter. Ja, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn du ein Schaf Jesu bist, kannst du Gottes Stimme hören. Und ja, ja, entweder ja oder nein. Bist du ein Schaf oder nicht? Ja. Kannst du Gottes Stimme hören? Und dann hat er etwas gemacht und das war das Ausschlaggebende. Er ist über seine Erfahrung rübergesprungen und hat gesagt, okay, wenn das Wort das sagt, dann stimmt das. Das ist der Schlüssel. Und er sagt, okay, ich bin Gottes Schaf und ich kann Gottes Stimme hören. Sag ich, wunderbar, jetzt können wir beten. Wenn du glaubst, dass du ein Schaf Gottes bist und dass seine Schafe seine Stimme hören können, dann können wir jetzt beten. Ich habe gebetet, ganz kurz. Er hat angefangen, Gottes Stimme zu hören. Nach einer Woche ruft er mich an und sagt, Daniel, das ist ja voll cool, mit dem Heiligen Geist zu leben. Morgen stehe ich auf, er redet zu mir, das ist ja voll gut. Sag ich, ja, der hat 40 Jahre gewartet auf dich, bis du endlich mal das kapiert hast. Wenn du zuschaust jetzt gerade, der Heilige Geist wartet auf dich. Wenn du schon 3 Jahre Christ bist, 5 Jahre Christ bist, 10 Jahre Christ bist, er wartet schon 3, 5 und 10 Jahre. Du musst nichts tun. Jesus hat schon alles getan dafür. Du musst nur die Wahrheit annehmen. Und die Wahrheit ist, meine Schafe hören meine Stimme. Nimm die Wahrheit an. Und fang an, mit dem Heiligen Geist zu leben. Der Heilige Geist wünscht sich diese Gemeinschaft. Er will mit dir reden. Das ist wie in einer Ehe. Kommunikation ist das Entscheidende. Fang an, mit dem Heiligen Geist zu reden. Die ganze Zeit. Und er redet zu uns. Das ist seine Aufgabe. Er lehrt uns. Er heiligt uns. Manchmal versucht er es vielleicht aus eigenen Werken. Oh, ich muss jetzt das loslassen und das loslassen und das loslassen. Klappt nicht, dann fällst du wieder, stehst wieder auf, tust wieder Buße, gehst zum Seelsorger und tust wieder aus Werken und wieder aus Werken und wieder aus Werken. Mann, das ist ja wie eine Sklaverei ist das. Da gibt es einen Schlüssel, der Heilige Geist. Er heiligt uns. Er bringt uns dahin. Er gibt dir eine Kraft, die du aus menschlicher Kraft gar nicht machen könntest. Er führt dich in diese Heiligung. Und der Heilige Geist befähigt uns zum Dienst. Vielleicht denkst du, deine Fähigkeiten machen dich zu einem erfolgreichen Diener im Reich Gottes. Nein, es ist der Heilige Geist, der dich dahin führt. Johannes 16, Vers 13 sagt, er leitet uns in alle Wahrheit. Vielleicht betest du schon sehr lange für einen unerretteten Ehepartner, für einen Verwandten, für ein Kind von dir, für Eltern, für dich. Vielleicht betest du schon sehr lange für deine Nachbarn und denkst, jetzt muss ich endlich mal eine Methode entwickeln, wie ich so richtig die Wahrheit reinhaue in ihr Kopf. Bringt nicht arg viel. Mach's lieber mit der Liebe. Ja? Sei eine Liebesperson. Sag, jawohl, ich liebe die Person, die da ist. Und dann, wisse eins, der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit. Und wenn du betest und sagst, Heiliger Geist, begegne dieser Person mitten im Traum. Begegne dieser Person mitten im Kino. Das kann der Heilige Geist machen, weißt du das? Begegne der Person mitten unter der Dusche. Begegne der Person mitten im Auto. Das kann der Heilige Geist, das ist ziemlich einfach für ihn. Denn er führt uns in alle Wahrheit. Und wenn der Heilige Geist dir begegnet, in dem Moment sind Bekehrungen so einfach, weil der Heilige Geist alles vorbereitet hat. So, wisse eins, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit.
und bete zusammen mit dem Heiligen Geist und sage, jetzt bete ich für meine unerretteten Ehepartner, Verwandten, denn ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja? Das ist unser Ziel. Wir wollen eines Tages, wenn diese Erde hier zu Ende ist und wenn die ganze Krustoff der Ende zu Ende ist, werden wir im himmlischen Jerusalem sein. Wir werden ohne Sicherheitsabstand Gott anbeten in Geist und in der Wahrheit. Halleluja. Und da wirst du mit deinem ganzen Haus sein. Amen. Warum? Weil du glaubst, weil du weißt, weil du betest, weil du sagst, Heiliger Geist, führe sie in diese Wahrheit. Der Heilige Geist vertritt uns, der Heilige Geist überführt uns. Es ist seine Aufgabe. Nicht du überführst deine Verwandtschaft, der Heilige Geist überführt sie. Und wenn du einen guten Job machen willst, stör einfach nicht den Heiligen Geist. Das ist schon ziemlich gut, wenn du das schaffst. Ja? Einfach nicht stören. Bleib einfach in der Liebe, das ist viel besser. Römer 8, Vers 14 sagt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Luther sagt es noch extremer, er sagt, denn wer vom Heiligen Geist getrieben wird, ist Sohn Gottes. Was treibt dich? Was leitet dich? Wer leitet dich? Manche werden geleitet durch Angst, manche geleitet durch eine Position, ich möchte eine Position erreichen im Geschäft. Manche werden geleitet durch Sex, manche geleitet durch, oh, ich muss unbedingt hier mehr Geld machen, manche durch Mama. Manche werden geleitet durch ihre Wünsche, ich möchte das und das und das machen. Manche durch ein getrieben werden durch, es gibt so viele Treibeffekte. Aber es gibt eine Gruppe, die wird getrieben oder geleitet vom Heiligen Geist. Und diese Gruppe nennt man Söhne Gottes. Kinder Gottes. Ich möchte dich ermutigen, dass du zu der Gruppe gehörst, die geleitet werden vom Heiligen Geist. Wenn du morgens aufstehst, gleich sagst, Heiliger Geist, ich will, guten Morgen, Heiliger Geist, so wie der Benny Hindes erklärt, ja? Ganz einfach. Und dann fangen wir an, mit ihm zu reden. Und wisst ihr eins, der Heilige Geist will mit dir leben, er will in dir leben, er will durch dich leben, geführt vom Heiligen Geist. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Kinder sind unmündig. Söhne sind mündig. Die Mündigen, wir brauchen endlich mal wieder mündige Christen. Das sind die, die durch den Heiligen Geist geleitet werden. Die nicht immer nur Milch brauchen, sondern die bereit sind, mit dem Heiligen Geist zu leben. Ich möchte dich ermutigen, gehör du zu der Gruppe, die geleitet werden oder getrieben vom Heiligen Geist. Wenn du nicht getrieben wirst vom Heiligen Geist oder nicht geleitet vom Heiligen Geist, wirst du automatisch geleitet von was anderem. Entweder oder. Du kannst nicht neutral bleiben. Bitte entscheide dich für diese Leitung des Heiligen Geistes. Nebenbei ist es der beste Weg zu leben, wie es oben nur geht. Axel Weber, ein Mann, den ich sehr schätze, ist aus Zwickau und er macht gute Bibellehre. Er schreibt, ich zitiere ihn hier, durch die Wiedergeburt werden wir Söhne Gottes. Durch den Heiligen Geist leben wir wie Söhne Gottes. Vielleicht hast du dich bekehrt und du bist ein Kind Gottes, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Aber du kannst leben auch wie so einer, wenn du mit dem Heiligen Geist lebst. Und ich möchte dich ermutigen, nimm dieses große Geschenk, was Jesus sagt. Es ist gut, dass ich weggehe. Ich schicke euch den Heiligen Geist im Beistand. Nimm dieses Geschenk nicht weg. Schmeiß es nicht weg. Es ist das beste Geschenk, was wir haben hier seit Pfingsten. Ja, hier habt ihr den Heiligen Geist. Und er ist so demütig, so ein Gentleman. Er wartet, bis du bereit bist zu sagen, okay, ich mache mein Herz auf. Überleg dir das mal. Gott persönlich kommt in der Form des Heiligen Geistes in deinen Körper hinein. Und er sagt, okay, solange diese Person auf der Erde sagt nein, dann ist halt nein. So groß ist Gottes Liebe. Aber wenn die Person sagt, ich bin bereit, in diesem Moment ist der Heilige Geist auch bereit aufzumachen. Wow, voll gut. Römer 8, 19 steht drin. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Diese mündigen Kinder Gottes, die wir gerade gesagt haben, wie werden wir zu Söhnen Gottes? Indem wir geleitet werden vom Heiligen Geist. Diese Söhne Gottes, die ganze Schöpfung wartet darauf, auf diese Offenbarung der Söhne Gottes. Es gibt ein sehnsüchtiges Harren der Schöpfung, ein sehnsüchtiges Warten der Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und wer sind diese Söhne Gottes? Menschen, die geleitet werden oder getrieben werden vom Heiligen Geist. Das sind die, die offenbart werden. Die ganze Schöpfung wartet darauf, bis endlich mal du und dein ganzes Haus aufgehst und sprühst und gedeihst. Halleluja.
Das ist eine Sehnsucht der Schöpfung. Wisst ihr, wenn wir das nicht machen, macht es die Esoterik. Wenn wir es nicht machen, macht es Satanismus. Wenn wir es nicht machen, macht es Karriere und Mammon. Wenn wir es nicht machen, dann macht es der Humanismus. Glaubt mir, das ist diese ganzen Quellen sind keine erfüllte Quellen. Es gibt nur eine Quelle, die wirklich gut ist. Und das ist diese Offenbarung der Söhne Gottes. Wenn sie kommen, diese mündigen Kinder Gottes, wenn sie offenbart werden, dann sagt dieses sehnsüchtige Harren der Schöpfung, endlich, endlich, endlich werden die offenbart. Und ich möchte dich ermutigen, sei du so jemand, der geleitet wird vom Heiligen Geist. Galater 5, Vers 22 sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, das ist das, was wir schon kennen, auswendig, Halleluja, schon geübt, in langen Jahren. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Das Gute vom Heiligen Geist ist, dass die Frucht des Geistes rauskommt. Dein Leben wird mit Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Unenthaltsamkeit sichtbar werden. Und dann sagt Paulus hier, ihr habt das Fleisch gekreuzigt. Und dann sagt er hier, ist interessant, dass er das bewusst erwähnen muss, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Es gibt also Leute, die nur leben im Geist, aber nichts tun, nicht wandeln. Und hier betont Paulus, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. So bitte, liebes Missionswerk Strahler Freude, lieber Zuschauer im Livestream, wenn du schon durch den Geist Gottes lebst, so lass dich auch durch den Geist oder lass im Geist Gottes wandeln. Lass uns wandeln im Geist Gottes. Lass uns auch da drin leben. Das ist wie wenn du sagst, du bist Mitglied im Missionswerk, kommst aber nie. Ja, oder du sagst, ja, ich bin gerettet, aber mach nichts, was im Wort steht. Und hier steht, das Wort sagt, wenn du schon im Geist lebst, so lass uns auch im Geist wandeln. Ich möchte dich ermutigen, dass wir eine Gemeinde werden, die im Geist wandelt. Für die es ganz normal ist, im Heiligen Geist zu leben. Wisst ihr, Generation vor uns, sie haben ihr Blut vergossen. Alles gegeben dafür, dass wir heute in dieser Wahrheit leben dürfen. Es gab richtige Bollwerke, die Menschen verfolgt haben, die gesagt haben, das ist eine Irrlehre, im Heiligen Geist geht nicht. Und wie viele haben alles gegeben dafür, dass wir heute in Sicherheit das einfach predigen dürfen, das annehmen dürfen, das empfangen dürfen. Ja? Generationen vor uns haben so viel gegeben dafür, dass wir in diesem Heiligen Geist, in diesem Bewusstsein des Geistes leben dürfen. Und ich möchte dich ermutigen, nimm es, nimm dieses Geschenk, nimm es an und lebe da drin. Epheser 5, Vers 18 steht drin. Berauscht euch nicht mit Wein. Gut, ein Amen war da. Worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Luther sagt es immer wieder ein bisschen cooler. Er sagt, sauft euch nicht voll Wein. Ist doch cool, oder? Es gibt zwei Zustände. Berauscht vom Wein, das nennt man dann besoffen. Oder voller Geist. Zwei Zustände. Das eine, da drin ist Ausschweifung, wenn man besoffen ist. Aber wenn du voller Geist bist, dann bist du voller Leben. Bitte hör auf, dieses Neutrale zwischendurch irgendwie zu leben. Geh ins voll in Geist rein. Und wenn Menschen dich angucken und sagen, Mann, du bist ja extrem. Du bist ja voller Geist. Du sagst Halleluja. Denn sein Wort sagt, ich bin nicht besoffen hier, Halleluja, nach Epheser 5, 18, sondern ich bin voller Geist. Die Leute werden vielleicht denken, du bist verrückt. Aber der Himmel wird sagen, endlich mal jemand, der es kapiert hat. Endlich mal. Wisst ihr, als der Heilige Geist gekommen ist, Apostelgeschichte 2, waren so viele Menschen drumherum, die haben sie in ihrer Mundart sprechen hören, also in ihrer Sprache. Und was haben die gesagt? Die sind voll des Weines. Ich glaube, die sind besoffen. Also wenn Leute zu dir sagen, ich glaube, du bist ein bisschen daneben. So ging es schon den ersten Jüngern. Der Heilige Geist kam und die haben gesagt, hey, wahrscheinlich seid ihr besoffen. Es ist schön, den Maßstäben der Welt versuchen, irgendwie zu gerecht zu werden. Aber sobald der Heilige Geist kommt, der bringt meistens immer alles durcheinander. So ist das Wesen des Heiligen Geistes.
Aber eins kann ich dir sagen, man erlebt in der Erfüllung Gottes. Man lebt in der Erfüllung. Ja. Ich habe schon so oft erlebt, dass Gott mir sagt, jetzt geh über diese Grenze, jetzt über diese Grenze. Und ich denke, oh, Gott, das kann ich doch nicht machen. Und da war das ein Durchbruch Gottes. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen. Ich war in Amerika, habe da gepredigt in einer Gemeinde, so einer ganz traditionellen Gemeinde. Und ja, und dann haben sie mir gesagt, Daniel, du kannst predigen, du hast genau so und so viele Minuten Zeit. So, ich, alles klar, gut, kann mich an Zeit halten. Habe ich schon gelernt mittlerweile in der Mission mit meinem Papa zusammen. So viele Minuten und da musst du aber aufhören. Sag ich, das kann ich schon, mittlerweile, das klappt. Wunderbar. Und das Zweite, was du nicht machen darfst, du darfst nicht prophezeien. Das gibt es nicht, ja. Geistesgaben gibt es in dieser Denomination nicht. Sag ich, okay, alles klar, kein Problem. Ich habe ja andere Sachen, ich kann ja predigen, ist alles gut. Den Juden werde ich ein Jude, den Griechen ein Grieche und den Heiden Heiden. Alles okay. Ich fange an zu predigen, die Kraft des Heiligen Geistes ist da, ganz stark, der Herr wirkt ganz stark. Und ich gucke immer wieder auf die Uhr und schaue drauf und sage, jawohl, ich habe noch 5 Minuten, preis den Herrn. Und dann predige ich durch, bin fast beim Ende. Und kurz vorm Ende so, gucke ich 1 Minute noch, letzter Satz, war perfekt, fertig, nicht prophezeit, nicht überzogen. Ich sage, Halleluja, ich habe es geschafft. Wollte gerade mein Mikrofon abgeben zu dem Pastor und dann sagt der Heilige Geist zu mir, jetzt prophezei. Und ich, Heilige Geist, hör mal bitte zu. Ich habe erstens keine Zeit mehr und zweitens darf ich hier nicht prophezeien. Und da muss ich entscheiden, nach Vorstellung der Menschen und nach dem, was der Heilige Geist sagt. Mein Herz hat gepumpt, aber ich kenne die Stimme des Heiligen Geistes schon. Und wenn er was macht, macht er nichts falsch. Ich sage, okay, alles klar, legen wir los. Und da habe ich prophezeit für den Pastor direkt, der ist zusammengebrochen, hat geweint, war auf dem Boden. Dann für die Frau vom Pastor auch auf dem Boden. Punkt genau. Dann konnte ich ihn mal fragen, ob ich weitermachen darf. Die Pastoren waren ja auf dem Boden. Da habe ich für den... Genau, habe ich für den ganzen Chor da prophezeit und dann für die Zuschauer im Livestream, ja, Gott segne dich. Und dann für jeden Einzelnen so, also ganz viele Leute waren auf dem Boden, haben geweint, Buße getan und so. Ich habe halt gnadenlos 1 Stunde überzogen und prophezeit. Ich habe gesagt, nicht schlimm, wir fliegen sowieso weg nächsten Tag. Mal im Hotel nächsten Tag ab zum Flughafen, checken da ein und nächsten Tag kriege ich einen Anruf von diesem Leiter von dieser ganzen Bewegung da, der uns eigentlich dahin gebracht hat. Ich sehe seinen Kopf auf meinem, also sein Bild auf meinem Handy und mein Herz klopft. Ich sage, hallo? Er sagt, hallo Daniel, ich habe gehört, du hast gestern überzogen und du hast prophezeit. Und ich sage, ja. Und ich wusste nicht, was jetzt gleich passiert. Und er sagt, das war eine Punktlandung. Du hast so genau getroffen, du hast genau in die Herzen der Pastoren reingesprochen und sie haben ihr Herz aufgemacht dafür. Und sie bitten jetzt also in die ganzen Bewegung dort, dieser traditionellen Bewegung, kommst und über Prophetie lehrst in verschiedenen Gemeinden darüber. Und da habe ich verstanden, danke Heiliger Geist. Wenn man lebt mit dem Heiligen Geist, sind Dinge möglich, die nicht möglich sind mit Therapie, mit Tradition, mit Vorstellungen, die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht ein Rebell wirst, sondern dass du demütig bleibst, aber wenn der Heilige Geist sagt, jetzt springen wir über deine Grenzen, das sagt, okay, alles klar. Das sind die Geschichten, die du deinen Enkeln irgendwas erzählen wirst. Könnt ihr euch vorstellen, Petrus. Petrus, er macht Kinderstunde. Ja? Und er erzählt von den ganzen Geschichten mit Jesus und so und verheimlicht ein bisschen dieses Absaufthema, wo er abgesoffen ist da auf dem Wasser. Und dann und erzählt die tollen Wunder, wie das alles war und wie im Pfingsten da der Heilige Geist gekommen ist und so. Und irgendwann kommt ein kleines Kind und schreit, hey, der Onkel Johannes hat erzählt, du bist abgesoffen. Und sein Kopf geht runter und sagt, ja, ich bin abgesoffen, ja. Ich habe es genau 3 Sekunden geschafft auf dem Wasser. Dann habe ich auf die Wellen geguckt, ich bin abgesoffen, ja, ich bin abgesoffen, war so, ja. Aber... ich bin 3 Sekunden gelaufen. Und er erzählt von diesem Gefühl. Er erzählt von diesem Gefühl, wo er bereit war, aus dem Boot zu gehen. Er erzählt von diesem Gefühl, wo er seine Füße rausmacht. Er hat zwar nur 3 Sekunden geschafft, aber auf diese 3 Sekunden, auf die kommt es an. Er hat seine Füße rausgenommen aus diesem Boot der Tradition, aus diesem Boot der Vorstellung, aus diesem Boot, was Menschen denken, aus diesem Boot, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und er nimmt seine Füße raus und er läuft 3 Schritte vielleicht nur. 3 Sekunden, er geht unter. Aber diese 3 Sekunden, auf die lohnt es sich. Diese lohnt es sich zu machen. Und ich möchte dich ermutigen, sei bereit, so eine Person zu sein, die bereit ist, mit dem Heiligen Geist zu leben. Die bereit ist, wenn Jesus sagt, komm,
dass du sagst, ich bin bereit, ich komme. Ich bin bereit. Und das wirst du erzählen, diese 3 Sekunden. Vielleicht hast du voll daneben geschossen in deinem Leben. Okay, aber du hast geschafft, 3 Sekunden auf den Heiligen Geist zu hören. Auf die lohnt es sich. Mit denen lohnt es sich zu leben. Es lohnt sich. Stell dir mal vor, du bist im Himmel. Stell dir mal vor, deine Zeit auf dieser Erde ist zu Ende. Heute Nacht, ich weiß nicht, ob ihr kennt, der Roy Wallace. Kennt ihr noch? Heute Nacht in den Himmel gegangen. Genau, ist jetzt daheim. Wir werden ihn wieder sehen. Das ist von Namibia, dieser Leiter von Namibia. Er ist jetzt im Himmel. Und stell dir mal vor, du kommst in den Himmel. Und du siehst die ganzen Helden des Glaubens. Roy Wallace kommt zu dir. Dann kommt der Bonke zu dir. Ja, Bonke ist auch im Himmel. Kommen alle zu dir. Ja, vielleicht deine Verwandtschaft kommt zu dir. Und dann kommen die Helden des Glaubens. Petrus, David, Abraham und die ganzen Helden des alten Bundes kommen zu dir. Und stell dir mal vor, da kommt ein Gespräch zustande. Und du fängst an mit dem David zu reden. Hey David, erzähl mal, wie war das, wo Goliath vor dir war? Wie war das, wo du da so geschleudert hast und bam, und er ist kaputt gegangen, ja? Und auf dem Boden und du hast ihm den Schwert genommen, Kopf abgehauen. Erzähl mir, wie war das? Und David erzählt dir. Und David steht vor dir. Da kommt Abraham und du erzählst, hey, wie war das, als Glaubensheld dazu zu gehen? Und er erzählt dir. Da steht Mose dort und du fragst, hey Mose, erzähl mal, wie war das damals auf dieser Erde, als du so gemacht hast, bam, und da ging das Meer auseinander, du bist durchgelaufen und hinter dir die Ägypter und die sind alle abgesoffen, alle getötet, erzähl mal. Und sie erzählt von dir und du hörst diesen Helden zu und David steht vor dir, Mose steht vor dir, Abraham steht vor dir und sie sagen, wir haben auch eine Frage. Du sagst, ja, los geht's. Wie war das damals auf dieser Erde, den Heiligen Geist leibhaftig in dir zu wohnen zu haben? Erzähl. Wie war das für dich, den Heiligen Geist leibhaftig in dir wohnen zu haben? Die Leute des alten Bundes, die haben gewartet auf diesen Moment, dass der Heilige Geist kommt. Was wirst du erzählen? Ich möchte dich ermutigen. Lebe mit dem Heiligen Geist. Es lohnt sich. Es lohnt sich mit dem Heiligen Geist. Es lohnt sich nicht so, unsere Strukturen bis zum Lebensende durchzuführen. Es lohnt sich aber, mit dem Heiligen Geist zu leben bis zum Lebensende. Das lohnt sich wirklich. Da ist echtes Leben drin. Da möchte ich ermutigen. Lebe mit dem Heiligen Geist. Lebe mit dem Heiligen Geist. Wenn wir in Zungen beten, 1. Korinther 14, Vers 4, steht drin, erbauen wir uns selber. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. So möchte ich ermutigen, wenn du enttäuscht bist, entmutigt bist oder so, fang an, in den Zungen zu sprechen, in einer Sprache zu reden und dich dadurch selber aufzubauen. Das ist ein Schlüssel in meinem eigenen Leben. Wenn Entmutigung kommt, Zerstörung, Ablehnung, Verbitterung, was auch immer da kommen will, ich fange an, in den Zungen zu sprechen und dann erbaue ich mich wieder selbst. Nicht dein Seelsorger erbaut dich, sondern der Heilige Geist erbaut dich. Das nennt man Mündigkeit, ja? Wir beten perfekt durch den Heiligen Geist. Das ist ziemlich gut. Römer 8, Vers 26 sagt, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Ich möchte dich ermutigen, wenn du in Zungen sprichst, im Geist betest, betest du perfekt. Der Heilige Geist selber steht da und betet für dich und betet mit dir und er geht genau in die Wurzel rein. Vielleicht du denkst nur logisch, nach deiner Logik. Glaub mir, das ist ziemlich begrenzt. Der Heilige Geist denkt ziemlich tief und er hat alles verstanden. Und wenn du in Zungen betest, dann wird es ziemlich gut und ziemlich treffend. Galater 5, Vers 16 sagt, ich aber sage, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Wenn wir im Geist wandeln, ist das ein Schlüssel, rauszukommen aus den Begierden des Fleisches. Die Bibel sagt, was sind diese Begierden des Fleisches, diese Werke des Fleisches? Eifersucht, Unzucht, ja? Zornausbrüche. Ist es möglich, aus Pornografie rauszukommen? Ja. Ist es möglich, aus Zornausbrüchen rauszukommen? Ja. Ist es möglich, aus Eifersucht rauszukommen? Ja. Ist es möglich, aus diesen Zwistigkeiten rauszukommen? Aus diesen ganzen Werken des Fleisches rauszukommen? Das Wort Gottes sagt ja. Wie? Wandelt im Geist.
und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Hier ist die Verheißung. Ich möchte dich ermutigen, wir haben eine Ausrüstung bekommen. Das ist so stark, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Aber wie wandeln wir im Geist? Wie funktioniert das? Ich möchte euch ein paar Tipps geben. Wie wandeln wir? Wie leben wir mit dem Heiligen Geist? Punkt Nummer 1, beziehe ihn bewusst in dein Leben ein. Wenn du morgen aufwachst, guten Morgen, Heiliger Geist. Gruß an Benny hin. Ja. Guten Morgen, Heiliger Geist. Und du fängst an, mit ihm zu sprechen. Sprich, Punkt Nummer 2, immer mit dem Heiligen Geist. Egal, wo du bist, egal, was du tust, fang an, mit dem Heiligen Geist zu sprechen. Nummer 3, höre ihm zu. Gib ihm Zeit, zuzuhören. Gib ihm Zeit, dass er sprechen kann. Gib ihm Zeit, dass er reden kann in dein Leben. Nimm einen Stift und schreib auf, was du für Gedanken dann hast in diesem Moment. Und höre ihm zu. Gib ihm Zeit, dass er zu dir sprechen kann. Punkt Nummer 4, spreche in Zungen. Wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist und nicht in Zungen sprechen kannst, komm am Mittwochabend hierher. Wir wollen für dich beten, Hände auflegen. Und wir werden erleben, dass Menschen getauft werden im Heiligen Geist. Ja? Gestern hatten wir Wassertaufe und danach kommt die Geistestaufe. Ja? Vollausrüstung Gottes. Und dann heißt es nur noch, Wandel im Geist. Leb auch da drin, was du hast. Ja? Dann, Punkt Nummer 5, hab keine Angst vor ihm. Der Heilige Geist, der macht nichts Blödes in dir. Der Heilige Geist, auch wenn Menschen dich verletzt haben in deinem Leben, der Heilige Geist macht das Gegenteil. Er heilt, er ermutigt, er liebt dich. Ja? Auch wenn dein Vater dich verletzt hat oder dein Ehepartner dich verletzt hat oder Arbeitskollegen oder wer auch immer dich verletzt hat, abgelehnt hat oder Leiterschaft hat dich verletzt, der Heilige Geist verletzt dich niemals. Hab keine Angst vor ihm, sei bereit mit dem Heiligen Geist. Verletz ihn nicht, Punkt Nummer 6. Ja? Wir können ihn betrüben oder dämpfen oder ihn lästern. Bitte achte darauf, dass du ihn nicht dämpfst, nicht betrübst, nicht lästerst, sondern dass du anfängst, mit dem Heiligen Geist zu leben. Und dann lass ihn einfach dein Freund und dein Beistand sein. Lebe mit dem Heiligen Geist, sag, Heiliger Geist, danke. Ich möchte, dass du mein Beistand bist, dass du mein bester Freund bist. Und glaub mir eins, er ist immer treu, er verlässt dich niemals. Immer treu und verlässt dich niemals. Ich möchte mit einer Geschichte enden und dann wollen wir ins Gebet zusammen hineingehen. Wie das ist, mit dem Heiligen Geist zu leben, möchte ich eine Geschichte erzählen. Ich war in so einem Geschäftsführer-Meeting, da waren so 100 Leute in so einem Raum, so einem Hotel. Ganz toll haben wir da gegessen, alles ganz so ganz schick angezogen. So waren wir so mit Geschäftsleuten dort. Und ich erzähle mein Zeugnis. Ich habe erzählt, dass ich geheilt bin von MS. Ich habe mein Zeugnis erzählt, dass ich im Himmel war und das hat die Leute sehr berührt. Und während ich so erzähle vom Himmel, erzähle ich auch, dass es da abgetriebene Babys gibt und Fehlgeburten im Himmel. Und dass, wenn man im Himmel ist, dass man sie wieder bekommt und dass man erlebt, wie sie aufwachsen. Und ich erzähle so mein ganzes Zeugnis eine Stunde lang. Und die Kraft Gottes ist in diesem Hotelraum drin. Und danach habe ich Gespräche mit allen möglichen Leuten. Und Leute kommen nach vorne, bekehren sich, werden frei, ich lege die Hände auf, Drogenabhängige waren da, war ziemlich, ziemlich interessant. Und ich bete für die ganzen Leute und es ging ziemlich lange und die letzte Pärchen war ganz hinten, saßen sie so rum, die letzte Pärchen. Und ich sehe die ganze Zeit, da wartet ein Pärchen und die warten, bis alle weg sind, damit sie mit mir reden können. Es war schon fast Mitternacht dann, bis wir fertig waren und dann, das war schon, Hotel hat schon Licht ausgemacht, nur noch bei uns war Licht. Und wir sitzen da zu dritt rum. Und sie sagen, hey, kann ich noch mit dir reden? Sag ich, ja klar, können wir noch reden. Und sie erzählen mir ihre Geschichte und sagen, hey, wir haben auch zwei Kinder verloren und wir wollen sie im Himmel wieder sehen. Und ich war schon ziemlich müde, ich habe gesagt, okay, alles klar, beten wir kurz und dann gehe ich. Ja. Lege ich die Hände auf, sagt der Heilige Geist zu mir, du, die ist noch gar nicht wiedergeboren. Ja, okay, gut. Kurz Stopp gemacht. Sag ich, du, der Heilige Geist sagt mir, seid ihr überhaupt wiedergeboren? Sagt der Mann zu mir, selbstverständlich, ich bin ein Jude. Sagt die Frau zu mir, selbstverständlich, ich bin eine Katholikin. Sag ich, Halleluja, ich darf erstmal theologische Kühe abschießen. Sag ich, du, dein katholischer Ausweis rettet dich nicht. Was dich rettet, ist Römer 10, Vers 9 und 10. Da steht drin, wenn du mit dem Herzen glaubst, mit dem Mund bekennst, wirst du gerettet werden. Das rettet dich und doch nicht deine Religionszugehörigkeit. Hast du schon mal eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus? Eine Entscheidung getroffen für ihn, dass du ihm dein Leben geben kannst? Erst dann ist es eine Eingangstür, dass du überhaupt in gerettet wirst. Und sie versteht es, sagt, nee, habe ich noch nie gemacht. Sag ich, willst du es heute machen? Sagt sie, ja. Sag ich, gut, machen wir gleich. Rede ich mit ihm. Sag ich, du, dein jüdisches Blut rettet dich auch nicht. Römer 10, Vers 9 und 10 sagt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird gerettet werden. Hast du das schon mal gemacht? Nö. Möchtest du es machen? Und dann sagt der Heilige Geist mir, drück ihn nichts. Sonst bekehrt er sich nur wegen dir. Sag ich, alles klar?
lieber Mann, ich bete erstmal mit deiner Frau. Okay. So ein Mann. Und sagt, ja, alles klar. Und dann habe ich mit der Frau gebetet, ich lege die Hände auf und wir beten. Sie gibt ihr Leben Jesus und die Kraft Gottes fließt durch sie richtig durch. Und sie spürt, dass diese Last weggeht von ihr. Oh, das war so schön. Sie ist so richtig frei. Und der Mann sieht die Frau plötzlich. Ja, sie sind ja schon viele Jahre verheiratet. Und guckt sie an und sieht eine totale Veränderung. Sagt sie, was hast du mit meiner Frau gemacht? Sag ich, sie hat gerade ihr Leben Jesus gegeben. Und Jesus macht frei. Das will ich auch. Sag ich, gut. Willst du dich auch bekehren? Sag ich, ja. Sagt er, ja. Sag ich, aber du musst wissen, was du da machst. Wenn du als Jude dich bekehrst, deine Verwandtschaft wird dich ablehnen. Denn du nimmst Jesus Christus als dein Messias an. Wisse, was es kostet, wenn du dich bekehrst. Und sagt, ich bin bereit dafür. Ich will das echte Leben haben. Und er entscheidet sich, Halleluja, gut. Dann sprechen wir nach. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und ich gebe dir mein Herz. Und ich bekenne, dass du Gottes Sohn bist. Und sage, ja, wunderbar, hast gut gemacht. Und dann gibt er auch sein Leben. Sag ich, jetzt ist wunderbar, denke ich, jetzt, das Ding ist erledigt. Beide haben sich bekehrt, preist den Herrn, die werden im Himmel ihre Kinder wiedersehen. Super. Ich wollte Ende machen, leg die Hände auf, wollte gerade segnen, damit sie gehen. Sagt der Heilige Geist, ich bin noch nicht fertig mit ihnen. Sag ich, wunderbar, gut, was machen wir? Sagt er, gib ihm die Chance, dass er ihr um Vergebung bittet, dass er gefordert hat, dass sie abtreiben muss. Sag ich, oh, krass. Frage ich ihn. Wie war das damals? Dann erzählte mir das. Ja, damals, wir waren sehr jung und so. Und ich habe gefordert von ihr, dass sie abtreiben muss. Wir waren nicht bereit dafür. Zwei Kinder. Seitdem hat sie Schuldgefühle, eine Last auf ihrem Herzen. Seitdem war das richtig schlimm bei ihnen. Und seitdem, seit 20 Jahren ungefähr, läuft er rum mit einer Last. Frage ich ihn. Du bist du bereit, deine Frau heute um Vergebung zu bitten? Dafür, dass du sie gefordert hast, abzutreiben. Fragt er mich, warum sollte ich? Ich bin schuld. Ich muss das tragen. Mann, da habe ich kapiert, diese ganze Last, genau das tut doch Jesus wegnehmen, ja? Genau das tut doch Jesus wegnehmen. Und dann erkläre ich ihm, dass du genau diese Last, diese Schuld, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Diese Schuld kann dir heute Jesus wegnehmen. Guckt er mich an, geht das? Ich sage, ja, das geht. Aber deine Frau muss dir vergeben. Und sie fängt schon an zu weinen, weil sie weiß, was gleich passiert. Dann frage ich die Frau, hey, wärst du bereit, ihm zu vergeben, wenn er dich bitten würde? Und sie, ja, weint schon los und so. Und er zittert, er weiß nicht, was gleich passiert. Und er sagt, alles klar, legen wir los. Und dann stehen sie sich so gegenüber. Und dann tut er auspacken aus der ganzen Ehe da. Tut mir leid, dass ich das gemacht habe, tut mir leid. Und dann bittet er um Vergebung. Genau die gleichen Worte, die er vor 20 Jahren gesagt hat. Bitte treibe ab. Er bittet um Vergebung und bittet sie um Entschuldigung. Und sie weint los und vergibt ihr natürlich. Und dann war so ein Bußgeist plötzlich in diesem Raum. Dann packt sie aus. Alles, was in der Ehe jemals war. Du, und das will ich auch um Vergebung bitten. Und das auch noch und das auch noch. Und dann hat sie alles rausgeschmissen da. Und war er ganz durcheinander und fragt mich, was soll ich jetzt machen? Sag ich, vergib ihr. Sag ich, gut. Und dann haben beide sich vergeben. Hat er ausgepackt, sie ausgepackt. Haben sie 20 Minuten Buße getan miteinander. Ja, war richtig cool, so schön zuzusehen. Ja, die haben alles rausgeschmissen. Das ganze Gift, das ganze Zeug aus der Vergangenheit. Alles bekannt, vor Gott gebracht. Und Vergebung, weg damit. Boah, das war schön. Wie freigewaschen. Ich gucke die an, die haben sich 20 Minuten da wie Bälle hin und her geschmissen. Und ich denke, wow, das ist schön. Gerade bekehrt vor 20 Minuten und dann tiefste Vergebung durch Spülaktion, die es überhaupt nur gibt. Ja. Ich denke, wow, Heiliger Geist, du bist cool. Du machst keine halben Sachen, du gehst richtig an die Wurzel. Und ich denke, okay, jetzt haben sie es kapiert. Sie sind gerettet, sie sind durchgespült mit Vergebung. Perfekt. Ja. Jetzt kann ich für sie beten und wir können endlich mal gehen. Ich lege die Hände auf, bete für sie, der Heilige Geist, ich bin noch nicht fertig. Sag ich, alles wunderbar, los geht's. Was ist noch? Und dann beten wir zusammen und Gott entrückt mich in den Himmel und ich sehe ihre beiden Kinder an den Händen Jesu und die laufen an den Händen Jesu. Und ich sprich zu ihnen, hey, eure beiden Kinder sind an den Händen Jesu. Sie warten da zusammen, sie warten auf euch. Und eines Tages, wenn ihr in den Himmel kommt, werdet ihr eure Kinder wiedersehen. Und das hat sie so berührt, beide, hat sie so geheilt, ja. So stark geheilt und so verändert. Und als ich das kapiert habe, ich bin aus diesem Hotel wie rausgeflogen, ja, weil ich dachte, wow, es war zwar anstrengend ohne Ende, aber es war mit dem Heiligen Geist war das richtig erfüllend. Und diese Geschichte, die ist, glaube ich, im Himmel aufgeschrieben. Diese Geschichte hat ein Leben verändert. Die Geschichte hat mein Leben verändert. Weil ich verstanden habe, dass mit dem Heiligen Geist zu leben ist das Allerbeste, was es überhaupt nur gibt.
Ich möchte dich ermutigen, dass du mitten im Alltag auf den Heiligen Geist hörst, mit dem Heiligen Geist lebst. Wenn er spricht, kann sich alles verändern. Glaub mir, Christentum ohne den Heiligen Geist ist ziemlich langweilig. Mit dem Heiligen Geist, oh, das ist das Beste, was es überhaupt nur gibt. Der Heilige Geist wohnt leibhaftig in uns. Wir wollen gleich zusammen beten. Ich kann euch leider nicht nach vorne rufen. Aber wenn du dich entscheiden willst, dass du sagst, ja, ich möchte mich heute entscheiden, Pfingsten ganz neu in mein Leben aufzunehmen, ganz neu, ich möchte mich entscheiden, dass mein Leben ein Leben wird mit dem Heiligen Geist, dass du sagst, ja, ich bin bereit, ich möchte mein Leben dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen und er soll mein bester Freund werden. Wenn du dich dafür entscheiden willst, Lobpreis, dem kann schon vorkommen, steh kurz auf und wir wollen zusammen beten, einfach, wenn du aufstehst, das glaube ich funktioniert noch, aber nicht nach vorne kommen, dürfen wir leider nicht. Wenn du sagst, ich möchte mich entscheiden, heute mit dem Heiligen Geist zu leben, ab jetzt bis zu meinem Lebensende soll mein Heiliger Geist der beste Freund in meinem Leben werden. Wenn du dich dafür entscheiden willst, ich lade dich, steh kurz auf und wir wollen ganz kurz zusammen beten. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du jeden Einzelnen jetzt steht, dass deine Kraft heute fließt. Heiliger Geist, komm in jedes einzelne Leben hinein. Und du siehst jede Entscheidung, du siehst jeden Einzelnen, der steht. Und ich bete, dass jeder Einzelne jetzt erfüllt wird mit der Kraft vom Himmel in Jesu Namen. Vater, ich bete jetzt, dass wir wandeln im Geist, als dass unsere Gemeinde eine Gemeinde ist, die bewusst lebt im Heiligen Geist, die lebt in dieser Kraft des Heiligen Geistes, die wandelt im Heiligen Geist, wo die Geistesgaben ganz normal sind, wo die Kraft des Heiligen Geistes ganz normal ist, die in Zungen spricht. Halleluja. Danke, dass wir eine Gemeinde sind, die sich draufstellt auf das, was der Heilige Geist tut. Danke, Jesus, dass dieser Wunsch nach mehr vom Heiligen Geist immer mehr in der Gemeinde zustande kommt, in Jesu Namen. Und Vater, ich bete jetzt für jeden Zuschauer, für jeden Einzelnen, der im Livestream drin ist. Ich bete, dass du jedes Haus erfüllst, jedes Herz erfüllst und dass die Herzen jetzt ganz neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, in Jesu Namen. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, mach ganze Sache mit Jesus. Und komm, und wir wollen beten für die Taufe im Heiligen Geist. Und Jesus, ich bete jetzt, dass unsere Gemeinde ein Fundament erlebt der Liebe Gottes und des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Und der Heilige Geist spricht zu euch und sagt, ich freue mich über eure Entscheidung. Und ich sehe, wie der Heilige Geist so sich freut, weil er in euch lebt. Und sagt, euer Körper ist ein Tempel von mir, vom Heiligen Geist. Und ich sehe, wie eine starke Freundschaft entsteht zwischen vielen hier drin und zwischen vielen, die jetzt zuschauen, die sich entscheiden für dieses Bewusstsein des Heiligen Geistes. Und ich sehe, wie der himmlische Vater schaut und sagt, jawohl, ich freue mich. Jesus ist da und er sagt, jawohl, wunderbar. Es ist nützlich gewesen, dass ich weggegangen bin, damit der Beistand zu euch gekommen ist, damit der Heilige Geist zu euch gekommen ist. Und Jesus sagt, haltet fest, haltet fest. Und Vater, ich bete jetzt, dass jeder Einzelne, der die Entscheidung getroffen hat, dass es nicht geraubt wird, sondern dass ab jetzt eine neue Freundschaft entsteht, bis zum Lebensende mit dem Heiligen Geist. Und die ganze Gemeinde sage, Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Danke, dass du zu unserem Gottesdienst eingeschaltet hast. Wenn du jetzt noch Bedarf für Gebet oder ein Gespräch hast, kannst du uns gerne per Telefon oder per E-Mail erreichen. Die werden im Nachgang eingeblendet sein. Für weitere Infos über die Gemeinde kannst du auf unserer Homepage vorbeischauen. Und auch für aktuelle Veranstaltungen und Gottesdienste kannst du uns noch zusätzlich auf Facebook und Instagram uns folgen. Und wenn du sagst, du möchtest noch tiefer in das Wort Gottes jetzt einsteigen, du hast noch nicht genug bekommen nach dem Gottesdienst, kannst du hier auf unserem YouTube-Kanal noch weitere Videos anschauen und dich füllen lassen mit dem Wort Gottes. Und falls du unbedingt wieder in den Gottesdienst kommen möchtest, aber wir gerade jetzt noch in dieser Situation sind, ruf kurz an und wir geben dir Bescheid, ob noch ein Platz für dich hier dabei ist. Und damit wünsche ich dir Gottes Segen.